Also, ist schon soweit? Gut. Okay. Also, wir fangen mit dem klassischen Who am I an. Erstmal, mein Programmier-Nickname ist 6543, der ein bisschen weiß, was so mit Weltall abgeht. Ist eine Galaxie, schaut toll aus. Was mache ich so? Ich programmiere viel. Meine Hauptprojekte sind Gitti und Woodpecker und vieles mehr. Also, kann man anschauen auf Codeback und GitHub. Dann, ja. Also, um was geht's heute? Heute machen wir erstmal so ein ganz kurzes Recap. Was ist eigentlich CI/CD? So für diejenigen, die einfach jetzt halt mal hier das sich anschauen oder hier hocken und das ist noch nicht zu wissen. Und dann gehen wir eigentlich gleich darauf ein, erstmal ein bisschen auf Woodpecker an sich. Dann legen wir die Sprache fest, also die Terms, die Fachbegriffe, weil die sind leider nicht genormt in dem ganzen CI/CD. Dann setzen wir eine auf, demoweise. Und dann werden wir Stück für Stück die Komplexität von so Pipelines erhöhen. Genau. Also, was ist Continuous Integration? Im Endeffekt eine Automatisierung. Punkt. So, das kann ich echt gehen, oder? Nein. Und zwar gibt es sowas wie GitLab, GitHub und die versionisieren Code, meistens mit Git. Hat man hoffentlich immer gehört. Und da kann man dann drauf Pull-Requests machen, Issues tracken und so eine Continuous Integration, die versucht eigentlich dem Entwickler, der dann so ein Projekt maintaint, die Arbeit abzunehmen. Das heißt, früher hat man dann den Code ausgecheckt und hat dann selber auf seiner eigenen Kiste das Release gebaut und dann hat es irgendwo hochgepusht werden müssen und ach ja, testen sollte man ja auch noch, hoffentlich hat man es jetzt nicht vergessen, baut die Software überhaupt? Genau, Continuous Integration macht das alles für einen selbst, also automatisiert. Immer wenn irgendwas passiert in so einem Git-Repo, dann, je nach Konfiguration, also muss man die schon einmal definieren, wird automatisch dann erst je nach Bedarf gebaut, getestet, Codeformatierung angeschaut, ob das überhaupt so sinnig ist. Und dann kriegt man entweder einen grünen Haken oder keinen, aber das sieht man später dann. Genau, das ist so CI/CD. Woodpecker. Woodpecker, es steht jetzt mal drum, aber ist ein Fork von Drone CI, wer das so ein bisschen mitgehen will, aber hat mittlerweile eigentlich fast nichts mehr mit Drone CI zu tun. Das Einzige, was jetzt irgendwie so erinnert, ist, dass die Plugins für Drone CI immer noch verwendbar sind für Woodpecker. Also wer Drone CI verwendet, kann einfach die Plugins übernehmen. Der Rest ist anders. Genau. Im Endeffekt. Es ist nicht Open Core, es ist Community, Open Source betrieben. Also keine Angst, dass da irgendwie irgendwann irgendwas komisch passiert. Fokus ist erstmal auf Container. Es gibt aber auch andere Backends, wenn wir noch genug Zeit haben, gehe ich später vielleicht mal drauf ein, wenn man dann die ganzen anderen Sachen gemacht haben. Und Plugins ermöglichen sehr viel Arbeitsersparnis. Dazu später. Gut. Ja, CI/CD. Erstmal gibt es zwei Hauptkomponenten für Woodpecker. Oder je nachdem drei, wenn man das Projekt jetzt hat, wegnimmt und dann die andere Komponente für die ganzen Softwareverwaltung, also GitLab, Gitti, Bitbucket, ist dann die dritte Komponente, die große. Der Server und der Agent. Der Server, der kommuniziert mit dem sogenannten Forge, GitHub, GitLab, und kommuniziert dann die Aufgaben weiter, je nach Bedarf und Konfiguration an den Agent, der dann letztendlich die ganzen Aufgaben erledigt, ausführt. Ja, Pipeline. Ein Pipeline ist im Endeffekt die Einheit, also das Grundgerüst, die Aufgabe, die ausgeführt wird, wenn man irgendein Event hat, also einen Push, hochgepusht hat, einen Git-Push, einen Commit hochgepusht hat, oder einen Pull-Request erstellt hat, dann triggert, also stellt das Ganze dann so ein Event, und das Event, das führt dann eine Pipeline aus. Ja. Genau. Was ist denn so eine Pipeline? So eine Pipeline besteht eigentlich zumeist für kleine Sachen immer aus einem Workflow. Später kann man das Ganze auch ausweiten auf mehrere Workflows. Okay, gut, soweit, gut. Ja, was ist denn so ein Workflow? So ein Workflow, das beinhaltet Steps. Steps sind so die kleinste Umgebungseinheit. Man kann sich vorstellen, für die, die keinen Container nicht kennen, wie so Mini-VMs. Die werden bei Bedarf hochgemacht. Dann hat man dann eine Umgebung, das ist Linux. Und kann da dann Aufgaben ausführen. Also alles, was skriptbar ist, kann man da einfach reinschmeißen. Ja, gut, dann haben wir das. Services. Services
Die kann man auch in einem Workflow anlegen. Die sind im Endeffekt ähnlich wie Steps, bloß dass die am Anfang gestartet werden. Deren Fehlercode wird ignoriert, so nebenbei. Und die werden am Ende von so einem Workflow, wenn der beendet ist, wieder gelöscht und sind dann weg. Das ist aber perfekt für zum Beispiel Datenbanken, gegen die man testen will. Denn die sind außerdem noch, also was zum Beispiel Steps nicht sind, adressierbar über das Netzwerk mit dem Namen. So, Services sind adressierbar mit Namen. Sehen wir später. Dann Plugins sind Steps. Aber der Unterschied ist, dass man da keine eigenen Kommandos schreibt, sondern die maximal mit Settings konfiguriert. Wenn man da zum Beispiel dann Docker-Images baut und die dann irgendwo hochpusht, empfehle ich sehr, sehr, dass man Plugins verwendet, weil dann kann man zum Beispiel die Secrets, stehen hier nicht, das also Geheimnisse, die kann man bei der Woodpecker auch hinterlegen und kann sagen, nur bitte Plugins hernehmen. Und dann kann keiner, also auch wenn das Repo öffentlich ist und jemand anders hier zum Beispiel mit Pull-Requests hier dann irgendwas, die Konfiguration von der CI abändern könnte, dann kann man die nicht einfach klauen, weil dann müsste praktisch das Plugin einen Bug haben. Also dass dann die Sicherheit ist, dann das Plugin, dass das nicht die Secrets extrahiert. So viel vorab. Gut. Ui, Live-Demo. Ab jetzt begeben wir uns in das Territorium der Live-Demos und ich hoffe, dass alles funktioniert. So. Wir versuchen jetzt erstmal eine Woodpecker-Instanz zu installieren. Dazu brauchen wir aber eine Forge. Ich habe jetzt da einfach mal auf meinem Laptop eine Gitti, die ich jetzt kurz hochziehe. So. Ach ja, genau. Ansicht. So, dann sieht man es besser. In dem Fall. So. Okay, Gitti läuft. Checken wir mal kurz nach. Ja, Gitti läuft. Das ist jetzt quasi wie GitHub, wer Gitti nicht kennt. Man kann sich anmelden. Test, Test, Test. Und jetzt erstellen wir erstmal dann so ein Repo. Okay, das nehmen wir jetzt dann Hello. Das kleine Projekt, das jetzt dann eine CI verpasst kriegen soll. Jo. Jetzt sind wir fertig, oder? Nein. Genau. Und zwar, wie ihr jetzt das anschaut, ich empfehle immer die Doku anzuschauen. Die ist die aktuellste Quelle des Ganzen. Und falls da irgendjemand Fragen noch haben sollte, einfach direkt einen Bug-Report, weil dann ist entweder schlecht dokumentiert oder gar nicht. Wobei ich sagen muss, es ist viel dokumentiert. Also ja, genau. Setup. Okay. Genau, die Requirements für die Hardware, fällt mir gerade auf. Woodpecker ist anders wie so manche CIs, sehr genügsam, nehmen wir es mal so. Im Endeffekt, das Einzige, was dann die Agents noch on top brauchen, ist ja dann, um die jeweilige Aufgabe, die man ihnen delegiert, auszuführen. Aber an sich kann man das auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Es gibt offizielle ARM-Images, ja. Es gibt auch offizielle RISC-V-Images, für die, die das wissen wollen. Genau. Also, hier Docker Compose, so ist Demo. Da gebe ich dann später genauer drauf ein. Die kopiere ich mir jetzt erstmal einfach. Und gut, wir haben hier ein leeres Verzeichnis. Das sieht man schlecht. Machen wir jetzt einmal. Und ein Punkt Env. Also wie üblich bei Docker Compose. Die zwei Komponenten hier, einmal der Server und einmal der Agent. Ich wäre jetzt hierfür also jeder sollte können Latest hier nehmen, ich verwende gerne Next. Das ist so der Development Branch, weil die neuesten Errungenschaften dann schon drin sind und der ist eigentlich auch ziemlich stable. Also für Hobbybuden Next ist ausreichend, für Firmen vielleicht eher stable. Ja. Genau, Next. Standardmäßig agiert der Web-Server auf Port 80. Das ist die Web-UI, die ich mir später anschauen.
Und standardmäßig wird auch der Server eine Datenbank anlegen, eine SQLite-Datenbank, die hier drin gespeichert wird. Deswegen müssen wir es wegsichern. Wir wollen ja keine Daten verlieren. Und okay, die Demo hier zeigt jetzt halt GitHub. Wir wollen aber Git. Okay. Schauen wir mal, was die Doku so zeigt. Gehen wir auf die Forges. Und hier haben wir dann Git. Und okay, da gibt es jetzt dann Änderungen. Und zwar einmal statt GitHub True schreiben wir hier dann mal kurz Git True. Ich gehe jetzt einfach mal so weit und mache einfach alles, was hier GitHub ist. Und nenne es einfach Git. So, GitHub ist aber die Standardadresse bekannt. Das heißt, wir müssen hier dann noch, wie in der Doku, die URL anpassen. Ich schmeiße einfach mal so rein. Genau. So. Und standardmäßig Docker Compose lädt dann Environment-Variablen aus der .env. Man könnte die auch direkt einpflegen, aber vernünftiger ist es, wenn man eine .env-Datei anlegt und die Variablen dort dann definiert. Die jetzt das okay. So, das sind die minimalen Konfigurationen. Ich empfehle auch dann oft noch, dass man direkt gleich den Administrator festlegt beim Starten. Also, dass wir hier dann bin gar nicht sicher, heißt es Admin. Sieht man hier, wenn man auf Setup geht. Administrator, genau, Admin. Okay, unser Nutzer heißt hier dann Test, der Git-Nutzer. Weil Woodpecker keine eigene Nutzerverwaltung hat, sondern das nimmt dann von der Forge die Nutzer her über OAuth2. Wir legen jetzt dann auch gleich eine OAuth2-App an und zeigen, wie die verknüpft. Also erstmal der Woodpecker-Host. Nehmen wir jetzt mal auch das, was Git hier nimmt. Zap. Allerdings, wer sich erinnert, das war Port 8000. Genau, und die Git-URL, perfekt. Ja, jetzt müssen wir die OAuth2-App anlegen. Das ist jetzt halt je nach Forge unterschiedlich. GitHub ist wieder anders wie Git. Einfach in den Docs nachschauen hier. Gehen wir dann hier. Runter, runter, runter. Hier steht irgendwas von OAuth2 anlegen. Ja, gut. Also machen wir das mal. Wir gehen hier mal rein, hier mal rein, hier mal rein. Applications. Das ignorieren wir mal kurz. Genau, also wir brauchen Woodpecker. Man könnte das Ganze auch anders benennen, aber es ist naheliegend. Und die Redirect-URL ist dann das, wo Gitti dann wieder Woodpecker aufführt und sagt hier, das war richtig. Das heißt, wir nehmen dann hier den Hub-URL. Und wie die Dokumentation hier besagt, dann authorize. Machen wir das mal. Gut. Jetzt haben wir hier so eine Client-ID. Das erinnert uns sehr stark an den Konfigurationen, die man hier angeben musste. Client, hoffe ich, oder? Ja. Und das Secret. Sub. Und jetzt haben wir doch noch eine so eine Variable übrig. Das ist im Endeffekt, die kann man auch weglassen mittlerweile seit der Version 1.0, aber wenn man die anlegt und dem Agent und dem Server gleich mitgibt, dann ist der Agent berechtigt, selber im Endeffekt einfach sich zu registrieren bei Woodpecker-Server. Man kann nämlich auch Agents in der Web-UI vom Woodpecker-Server später mal anlegen und dann denen jeweils extra Secrets geben. Das ist dann, wie man halt das Ganze handhaben will. Aber wir machen hier ein ganz, ganz geheimes Passwort. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal den Server. Genau, hier noch.
Docker compose up woodpecker server. Gut. Also, wenn alles richtig geht, haben wir hier jetzt einen Woodpecker. Okay. Docker compose. Okay, dann gehe ich einfach mal kurz in die andere Config, die ich vorbereitet habe, weil davor hat es nicht funktioniert. Das ist immer. Das schaut gleich aus, für den, was interessiert. Also fast gleich. Ich habe hier Admin auch Test, den Host. Das Secret ist ein bisschen anders. Genau, die Secrets muss ich noch austauschen. Die haben wir gerade gelöscht, ja, das heißt, ich darf die jetzt halt von hier, die beiden. Kopieren. Bitte kein Vorteil, kein. Ja, ich nehme noch Nano her. So, zap. Schaut gleich aus, sollte gleich ausschauen, funktionieren. Git URL, Git Woodpecker Host. Das sollte ich ändern. Ich denke, jetzt dürfte es funktionieren. Testen wir nochmal. Wenn es jetzt das ist, dann. So, Docker compose, ja. Okay, gut. Jetzt haben wir einen Woodpecker-Server. Was gerade der Fehler war, im Endeffekt wurde am Ende ein Slash noch hingeschrieben von mir und anscheinend muss ich das später noch einpflegen, dass es sanitized wird. Immer schön, wenn man To-Dos entdeckt. Genau. Oh, Authorize. Das passiert nur beim ersten Mal. Das ist so ein klassischer OAuth2-Authentifizierungsvorgang. Ich authorize und jetzt habe ich hier mich angemeldet. Damit habe ich eigentlich das Grundsetup von Forge wie Gitti und Woodpecker jetzt erledigt. Aber jetzt kann ich eigentlich dann Richtung Konfiguration gehen. Das können wir unser erstes Hello World dann machen. Genau. Ja. Hello World. Jetzt sind wir im nächsten angekommen. Im Endeffekt, man findet viele die einfachen Dinge auch in der Docs dann wieder. Wir haben hier doch mal so eine Repo angelegt. Repository, hier, das Hello. Enablen wir das mal, also für den, was mitgekriegt hat. Repositories, add repository, falls nicht taucht, einfach eintippen, irgendwann taucht es dann auf. Enablen. Und was jetzt passiert im Hintergrund ist, dass Woodpecker in Gitti einen Webhook einrichtet. Das heißt, Gitti muss Woodpecker ansprechen können. Für der die Fehler sucht später. Zap. Ja, okay. Ein ganz, ganz simples Hello World. Ich habe ja von Steps erzählt, das ist das Minimum in so einem Workflow, wie wir hier haben. Also schreiben wir die mal rein, oder? Wir wollen einen Step haben, einen Namen, Test, Vorschläge, jetzt. Ja, du. Kartoffel. Eine Kartoffel. Ich gebe dem Ganzen ein Image mit, weil wir müssen irgendwie, brauchen irgendein Betriebssystem. Bash. Was von Commands gelabert. Okay, machen wir einfach mal Echo, Hello, World. Ich glaube, was Besseres.
So. Jetzt grüßt uns hoffentlich dann bald eine Kartoffel. Das committen wir mal direkt auf den Main Branch. Flop. Ah. Dann sollte den Namen angeben. Genau, das vorweg. Das ist so der Standardname, man kann den ändern, aber .woodpecker.yaml. Zap. Okay. Schauen wir mal, ob es kennt. Oh! Aha. Jetzt haben wir hier unsere erste Pipeline. Juhu. Aber die ist irgendwie ein bisschen orange. Gehen wir mal, wenn wir Admin sind. Also wenn man nicht Admin ist, hat man dieses Rädchen nicht. Da gehen wir mal drauf. Gehen wir mal auf Agents. Den lösche ich mal. Da haben wir keine Agents und die Queue sagt hier, der wartet. Das würde sagen, dann starten wir mal einen Agent und wenn alles läuft, läuft's. Also, der Agent. Der Agent benötigt den Docker-Socket. Wenn wir den Standard-Backend hernehmen, den Docker-Backend. So. Und die Konfiguration ist, wie gesagt, das Secret und die Adresse von dem Woodpecker-Server. Allerdings, wie man hier sieht, 9000, nicht 8000. Weil der nicht über das Web-Frontend kommuniziert, sondern über gRPC, falls es jemand interessiert. Ansonsten einfach das angeben. So. Starten wir mal das da. Zap, zap. Zap, zap. Und wenn wir Glück haben, läuft unsere Geschichte. Hat sich der Agent registriert? Der Agent hat sich nicht registriert. Oh, genau. Dann legen wir einfach manuell an. Das ist unser Agent 1. Und das ist dann zum Beispiel, wenn man so Custom Agents anlegt. So, kopieren wir den Token hier. Das könnte jetzt auf irgendeinem Rechner sein, es müsste nicht auf dem gleichen sein. Und du tust es hoffentlich. Scheint zu funktionieren. Okay. Das hier ist immer der Heartbeat. Also wer praktisch als Admin wissen will, was los ist, ob der Agent läuft oder nicht. Hier sieht man es. Das Backend ist Docker. Kann man ändern. Better kann man drauf geben. Und die Plattform, mein Rechner ist immer noch eine alte x86-Kiste. Kein ARM oder sonst irgendwas fancy ist. Okay. Gehen wir mal zurück. Wir haben unseren Hello eingerichtet. Oh, der ist durchgelaufen. Die Kartoffel hat Hello Kartoffel gesagt. So, das ist unser Hello World. Jetzt kann man das Ganze einfach restarten, falls man praktisch hofft, dass das wieder grün wird. Und ich denke mal, Woodpecker ist relativ schnell, braucht wenig Ressourcen. So als Ding. Zap. Genau. So, Hello World ist ja schön und gut. Füllt das. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein größeres Projekt habe und dann hat man da nicht nur einen, der auf den Hauptbranch hier committet, hier sieht man übrigens Status, dann kommt da sowas Komisches raus wie, lass uns mal einfach eine Pseudo-Änderung anlegen, keine Ahnung, das ist jetzt unser Dummy-File und der Programmierer hat ein super Feature eingebaut, fortgeschrieben, ja gut. Macht jetzt halt einen Merge-Request oder Pull-Request, wer immer das jetzt halt schimpft oder wenn man das jetzt schimpfen lässt. So. Wie ich am Anfang mal erwähnt habe, ist es dafür da, dass man zum Beispiel die Code-Formatierung jetzt halt, dann durchläuft und sagt dann, okay, dieses Dummy-File, das ist nicht richtig formatiert oder Spellcheck, für mich ganz persönlich wichtig, sagt dann, okay, das Feature ist irgendwie ein bisschen falsch geschrieben. Aber in dem Fall ist unser Hello World bloß hier und ja, das läuft natürlich durch. Aber jetzt haben wir hier einmal Push und einmal den Event von einem Pull-Request. Was ist jetzt hier passiert?
Ganz einfach. Wir haben jetzt einen Branch gemacht und das ist für Gitti ein Push-Event, weil da ein neuer Commit auftaucht. Das heißt, der schickt zu Woodpecker, okay, das ist ein Push-Event aufgetaucht. Und dann habe ich noch einen Pull-Request erstellt. Also ist ein Pull-Event auch noch passiert. Ist ja bescheuert. Ich will doch beim Pull-Request sind immer zweimal die Pipeline laufen lassen. Also gibt es da so ein nettes kleines Feature, das sich Filters nennt. Gehen wir mal in die Docs, sogenannte Pipeline-Syntax, da ist das Ganze genauer erklärt. Und da gibt es dann den sogenannten When-Conditions. Das sind die Filter. Hier jetzt mal als Beispiel Event und Repo. Okay. Also ich denke mal, wir wollen jetzt halt im Endeffekt mal bloß das Ganze laufen lassen, wenn, falsches Ding, wenn wir hier einen Pull-Request haben. Okay. So. Gut. Jetzt wird mir das Ganze langsam zu bunt, das Ganze in der Web-UI zu programmieren. Das heißt, ich klone das Ganze einfach mal. Wer übrigens VS Codeim oder dergleichen hernimmt und das YAML-Plugin von Ratchet Wars installiert hat, der hat automatisch Support. Das dürfte hier unten in die Woodpecker Pipeline Config dann stehen. Das ist sehr praktisch, weil wenn man zum Beispiel nicht weiß, okay, was ist denn das? Ah, okay, hier sind die Docs. Ja, gut. Also wir wollten jetzt halt diesen Step hier nur laufen lassen, wenn das ein Pull-Request ist. So. Event. Und der macht schon wunderbar eine Auto-Completion. Wir wollten aber nur Pull-Request. Und wir wollen es schön formatiert haben. So. Gut. Das committen wir jetzt mal. So, es ist gepusht. Jetzt sollte hier, wir warten hier jetzt, hat, dass hier, okay, da ist noch was. Hm. Jetzt hat er quasi einen Status gemacht, aber er hat nur geklont. Also, schauen wir mal kurz in die Docs. Die Docs beschreiben, okay, when conditions. Im Endeffekt kann man die bei Steps anwenden, aber irgendwo stehen auch was von global. Ich weiß es gar nicht. Ja gut, jedenfalls kann man das Ganze auch global anwenden, dass man praktisch Workflows filtert. Sollte irgendwo erwähnt werden. Das heißt, wir wollen jetzt das hier, diesen When-Filter hier für die kompletten Workflow haben. Weil man kann ja anscheinend Steps filtern, aber wir wollen den ganzen Workflow. Also, weg. Und hierhin. Man denke an die YAML-Intendation. So, was macht man jetzt? Okay. Okay. Und jetzt, wenn ich hier lade, sollte kein gelber Punkt mehr kommen. Das heißt, jetzt wird keine Pipeline mehr ausgefüllt, weil wir wollen die praktisch nur noch ausführen, wenn ein Pull-Request ist. Gut, machen wir mal einen Pull-Request. So. Rüttel, rüttel, rüttel. Und jetzt haben wir bloß noch einen Status. Toll, gut. Das ist doch praktisch. Aber jetzt kann ich es einfach noch merchen, egal ob es durchgelaufen ist oder nicht. Kleiner Gitti-Kurs, Exkurs. Man kann sogar das Branch Protection anmachen. Das mache ich hier schnell. Das sagt dann nötigen wir Gitti, dass man nur merchen kann, wenn die CI durchläuft. Also alle Branches brauchen eine CI. Status, nimmt das Ganze zapp. Und
wir erwarten, dass das hier da durchläuft. Sub. Gut. Save mir mal die Regel und schau mal, was passiert. Ja, jetzt steht hier required. Aber jetzt haben wir jetzt einen grünen Check. Was passiert jetzt, wenn zum Beispiel der Test fehlschlägt? Kann ja passieren. Zip. Exit 2, gut. Zip. Branch Protection zu viel. Zufrieden. Zwei jetzt ab. Gut, läuft. Okay, jetzt kann ich hier nicht mergen. Reload. Ah, shit. Gut, ich bin jetzt ein Gitti-Admin, deswegen kann ich es immer noch mergen, aber es ist rot, ja. Aber wenn ich jetzt halt kein Admin wäre, dann würde das einfach nicht mergebar sein. So. Jetzt gibt es da was Cooles, das kann man auch unabhängig machen. Auto-Merge kennt man vielleicht auch aus GitLab. So, das heißt, wir wollen das Ganze jetzt dann mergen, wenn es denn mal successful war. Jetzt machen wir das Ganze mal wieder successful. Machen wir einen Sleep. Sieht man mal, wie es arbeitet. Zap. Also der Entwickler hat seinen super duper wichtigen Feature Request gemacht. Die Pipeline läuft durch. Die Kartoffel sagt Hallo. Der Code scheint so formatiert zu sein. So, schauen wir mal wieder, ob das hier denn gemerged wurde. Ha, es wurde gemerged. Gut, damit haben wir unser kleines Hello World mit Filtern. Aber es geht noch besser. Wer gemerkt hat, das hier war jetzt nur ein einfacher Filter mit Events. Und wenn ich jetzt hier sage, ich filter bei Branch, oder sowas, dann macht er eine Und-Verknüpfung. Wenn man eine Oder-Verknüpfung machen will, dann macht man aus dieser YAML-Map eine Liste an YAML-Maps. Das ist der kleine Unterschied, also YAML sollte man vielleicht ein bisschen können. So, und jetzt machen wir hier. So, das heißt jetzt, entweder es muss ein Pull-Request sein, dann läuft das Ding, oder es muss irgendwie den Branch Main taggen. Und in dem Fall will ich auch, dass das Event ein Push ist. So, weil sonst hätte nämlich praktisch der, Passt. So, das heißt, es ist entweder es ist ein Event, Pull-Request, oder es ist ein Push-Request im Main-Branch. Gut, machen wir. Testen wir unsere Vermutung mal. Hier, legen wir einen neuen Main-Merge-Request an. Zap, zap. Ja, haben wir. Deswegen konnte ich nicht direkt auf Main pushen. Deswegen mache ich jetzt halt einen Pull-Request. Ja. Also, die Frage war, ob wir Branch-Protection nicht angemacht haben und ich das jetzt einfach drauf committen kann. Ja. Und es ist durchgelaufen, es schaut toll aus. Es ist nur vor allem nur ein Pipeline, die getriggert wurde. Soweit, so gut. Mergen wir und jetzt erwarten wir wieder unseren, ach so schönen Statuscode. Und hier ist er. Warten wir eine Sekunde und dann, so. Damit haben wir so die Grund-Use-Case abgedeckt. Man kann halt da quasi filtern, das kombinieren. Wem das nicht genug ist, es gibt immer Leute, die es komplizierter haben wollen. Gibt es den sogenannten Evaluation Keyword. Damit kann man mit diesen Built-in-Variablen, da komme ich später gleich drauf zu, jegliche Art von Kombination in irgendeiner Form abbilden. Hoffe ich zumindest. Also mir fällt nichts ein, was man nicht abbilden könnte. Genau. Reader Docs. Built-in-Variablen, habe ich jetzt kurz immer erwähnt. Was sind das? Gut, gehen wir mal auf Environment-Variablen.
Ja, gut, man kann anscheinend im Step-Environment-Variablen mitgeben, das ist ganz praktisch. Gut, gut. Und es gibt die sogenannten Built-in-Environment-Variablen. Das ist der Weg, wie Woodpecker den einzelnen Containern im Endeffekt Informationen mitgibt. Worin läuft das Ganze? Was für ein Event war das? Welcher Commit ist aktuell eigentlich der Schuldige? Oder auch sowas wie CI Repo Default Branch. Das heißt, man könnte eine Konfiguration schreiben für ein Repo, da ist der Default Branch, der Developer Branch, und dann haben wir ein anderes Repo wie hier, das ist dann der Default Branch, die Main Branch. Das heißt, wir könnten das Ganze dann dynamischer machen. Machen wir das nochmal. Pull ich hier. So. Also, hier haben wir unseren hardcoded String, den wir loswerden wollen. Also machen wir weg. Das nicht vielleicht. So. Jetzt kann man so Build-in-Variablen hernehmen. Das kann man beliebig kombinieren, auch mit dem verschiedenen Filtern. Man kann hier auch Zap machen. So, jetzt ist ja mal glücklich. Ich sage, also ich brauche definitiv einen Gel. So? Gut. Ich brauche einen Spellchecker, der ist sehr hilfreich für mich. Gut. Der böse Add-Befehl. So. Jetzt müsste er doch genau gleich wieder im Endeffekt agieren. Okay, der war ziemlich short. Ah, okay. Protected Branch. Und jetzt gibt es da etwas, das Ganze aushebeln lässt. Wenn man nämlich Admin ist, gibt es hier in Git für Protected Branch den sogenannten Enable Push. So, push mal. Der ist glücklich. Ich bin glücklich. Und da läuft er schon. Auch hier ganz praktisch. So, sieht man aktuell gerade, was läuft. Okay, es scheint funktioniert zu haben und unser Default Branch heißt Main. Gut. Das kann man jetzt beliebig erweitern, verbessern, schlechtern. Man kann diese Built-in-Variablen als Settings für Plugins mitgeben. Ach ja, Plugins können wir später nochmal. Und verarbeiten. Ja, genau. Gut. Damit wären wir mit Filters durch. Services wurden wir kurz erwähnt. In dem Fall mache ich jetzt mal keine Datenbank, gut, könnte man machen, aber ich mache jetzt mal was Ausgefallenes, und zwar, wir brauchen in unserer CI, in dem Workflow, einen speziellen Domain-Name, sagen wir es mal so. Gut, und der soll sich irgendwie auflösen, also hätten wir gerne eine eigene DNS-Service. Ich nehme dazu einfach mal Core-DNS her. Core-DNS hier, also, genau, Dick, wer Dick kennt. Jo. Server unreachable, anscheinend läuft kein DNS-Server. Lass mir mal starten. Diese Antwort erwarten wir jetzt auch in unseren CI dann. Alles, was man, wie gesagt, auf dem PC skripten kann, kann man auch in die CI bringen. Gut, das ist unsere Aufgabe. Dann fangen wir doch mal an. Und zwar machen wir hier mal neben den Steps. Service damals ja. Und wir nehmen unseren, das ist dann unser DNS Provider. Hoffe, ich habe es richtig geschrieben. So, unser DNS Provider, der hat in dem Fall Image Core DNS. Das könnt ihr auch genauso nennen. Wie muss man das sein? Genau. Und
Wir benötigen jetzt neben der Kartoffel unseren Resolver, unser Dicktool. Also. Und hier nehmen wir mal einfach ein Alpine-Image. Macht es mir leichter. Und Spine Utils, denke ich mal. Sehen wir gleich. Dann Dick. Und das hier haben wir weg. So, also. Jetzt, um das Konzept zu erklären, unser erster Schritt, der macht einfach nur unser Hallo. Der zweite Schritt, der installiert uns Bindutils, da ist das Tool Dick, das im Endeffekt dann DNS-Abfragen macht, auf unseren Server. Okay, das scheint mal ein bisschen falsch zu sein. Nehmen wir nochmal den Namen her, den wir uns da gegeben haben. DNS-Profiler. So. Genau. Testen wir mal. Oh, unser Service läuft. Unsere Resolve scheint... Genau, hier sieht man es ja wunderbar. Wenn es fehl schlägt, schlägt es fehl. Ändern wir das mal kurz. Und unser DNS-Provider läuft noch ein bisschen, bis die beendet wurde. Komm. Sollte beendet werden. Jetzt tut er das. Ja, passt. Genau. Util, dann eher. Das heißt aber, er startet alle Services und dann fängt er sich selbst an. Also, im Endeffekt startet er die Services. Also die Frage war, ob er erst alle Services startet und dann mit den Steps anfängt. Im Endeffekt feuert er erst die Services los und dann macht er die Steps. Ja, aber man sollte aufpassen, weil manche Services, wie manche Datenbanken, die brauchen zum Initialisieren. Und sobald der Container gestartet ist und Docker sagt, der Start ist gestartet, dann fängt er an mit dem anderen. Das heißt, ein Sleep ist ab und dem doch intelligent, beziehungsweise eine Warteschleife, wo man erst hat, Datenbank, bist du da? Datenbank, bist du da? Ah, jetzt bist du da. So, es ist so ein kleiner Reihenfolge, also so ein, ja. Klickt man einmal mit und dann weiß man es. So, haha. Okay, unser DNS-Provider läuft, unsere Kartoffel läuft und jetzt läuft unseres... Das gibt's nicht. APK add and utils. Ich spieg mal kurz. Wie heißt denn das Package? Nicht verwirren lassen, das ist... Ah, Bindtool. Könnte man es einfach als immer und überall gleich paketiert benennen, bitte. Okay. Genau, jetzt zeigt er immer schon die jeweiligen Commit-Messages hier an. Gut, und anscheinend hat es installiert und wir haben unser Ergebnis von unserem Service. Das könnte jetzt genau so eine Datenbank sein, wo der Test durchläuft. Wo er den S-Server, was man es braucht. So. Das sind Services. Multi-Workflows. Wir haben es jetzt immer mit einem Workflow gearbeitet. Da war quasi eine Pipeline-Äquivalent zu einem Workflow. Man kann die aber praktisch aufsplitten, weil Workflows an sich laufen immer auf einem Agent,
Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt verschiedene Agents und möchte das Ganze ein bisschen mehr parallelisieren. Gut, man kann Steps auch parallelisieren, aber man möchte zum Beispiel einmal einen ARM-Architektur targeten und einmal praktisch einen RISC-V oder ein anderes Backend, dann braucht man Multi-Workflows. Und ich werde einfach mal jetzt diesen Single-Workflow-Pipeline umwandeln in einen Multi-Workflow. Und was haben wir schon was drüber? Und das ist eigentlich relativ einfach. Bis jetzt habe ich hier einfach bloß eine .woodpecker-YAML gemacht. Ich habe euch nicht erzählt, dass man es gleichwertig behandeln kann zu einem .woodpecker-Ordner, indem man das Ding einfach, ja, wollen wir, hineinschiebt. Das ist im Effekt äquivalent gleich. Und weil wir jetzt ganz witzig sind, benennen wir es jetzt einfach mal um. Namensgebung, Kartoffel. Was sage ich? Meine Kartoffel. Ja, wir haben einfach bloß die Pipeline jetzt, die praktisch als .woodpecker.yaml haben wir jetzt einen unten Ordner geschoben und umbenannt. Und das heißt der Ordner .woodpecker, in dem dann YAML-Files sind. Ich habe es einfach verschoben. Und hat er gefressen. Funktioniert. Und jetzt können wir hier einen neuen Workflow machen. Nehmen wir das Ganze mal Ping-Pong. Ping-Pong. Punkt. Ja, es geht .yaml und es geht .jml. Das war eine lange Diskussion. Here it is. Können die Projekte für sich entscheiden, was das jetzige Bike-Shading dann im Endeffekt macht. Ping. Alpine grüßt mal. So, jetzt haben wir hier einmal ein Debian-Image, einfach nur aus Spaß. Könnte ja praktisch das hier der Compile-Step fürs Frontend sein. Und das braucht dringend Alpine. Und unser Backend, das in dem jeweiligen Repo, braucht dann dringend Debian zum Bauen. Machen wir das mal. So. Oh, Ping-Pong läuft schon. Okay, jetzt läuft erst die Kartoffel und dann Ping-Pong. Weil wir aktuell nur einen Agent haben, der nur einen Job nimmt. Das könnte man jetzt sagen, gut, nimm zwei Jobs oder so, das heißt so was. Aber wir wollen jetzt zum Beispiel, dass nur die Kartoffel dann ausgeführt wird, wenn wir uns sicher sind, dass Alpine Debian begrüßt hat. Das muss sehr schlafen, ganz wichtig. Dann gibt es sowas, das nennt sich Depends on. Gehen wir mal in die Kartoffel. Und die Kartoffel, die braucht dringend, dass das Ping-Pong vorher funktioniert hat. Man kann da zum Beispiel, wenn es mehrere Workflows hat, auch mehr reinschreiben. In dem Fall Ping. Und man könnte jetzt hier noch das Test X Workflow oder weiter und weiter. Wie nach Belieben das Ganze schreiben. So. Ja, oder? Tut? Es tut. Oh, Ping-Pong war zu schnell. Aber man sieht jetzt hier, die Kartoffel wurde erst dann ausgeführt, wie Ping-Pong schon zu Ende war. Das sind Multi-Workflows. Jetzt geht es noch ganz speziell. Man kann Matrixes auch machen. Das
Gehen wir mal in die Dokumentation dazu. Das ist jetzt immer so ein Beispiel, und zwar möchte man jetzt sein Projekt, das jetzt in Go geschrieben ist anscheinend, und in Redis anspricht, in verschiedensten Redis-Versionen ansprechen. Das heißt, die Go-Version 1.4 soll bitte doch gegen Redis 1.6, 1.28 und 3.0 getestet werden. Und gleichzeitig aber dann die andere Konvention 1.3 auch mit den jeweiligen Redis-Versionen. So. Dann braucht man im Endeffekt nur das hier kopieren. So, was verschandeln wir? Das hier. Gut. Unser Ping-Pong. Zap. Und wir machen hier die Redis-Version, die haben wir vorher definiert hier. Und unsere Go-Version. Die machen wir hier. Und kannst kombinieren, wie lustig ist. Die funktionieren ähnlich wie diese Built-in-Variablen. Bloß halt selbst definiert. So. So, und jetzt haben wir hier wunderbar die Labels, unser Ping-Pong mit Ping und Pong, und hier wird dann praktisch dann die jeweilige Redis-Version eingeschrieben, und beim Pong dürften wir unsere Go-Version vorfinden. So, soweit so gut. Was man wissen sollte, falls man zum Beispiel eine Kombination hat, wie zum Beispiel hier die Go-Version 1.4 und die Redis-Version 1.6, und exakt die soll, keine Ahnung, kein Pong ausführen, dann kann man dann, das kann man hier auch lesen, wenn man auf die Pipeline-Syntax geht, den When-Filter gibt es hier, so einen Matrix, kann man hier Exclude oder Include machen. In dem Fall machen wir unser Exclude. So. 1.2.8, na gut. Kein Pong für. So. Das ist tatsächlich leider, glaube ich, nicht im YAML-Schema mit drin. So. Normal, standardmäßig ist, wenn ich das hier weglasse, so, gleichzusetzen mit Include. Das ist so äquivalent. Wir wollen aber ein Exclude. So. Und wir haben hier die 1.4 plus. Okay. Jetzt haben wir hier unsere 1.4 und die 2.8. Gut. Die 1.4 und die 2.8 hat nur ein Ping, aber kein Pong. Während die anderen alle einen Pong haben. Falls es eine problematische Kombination ist, so können wir es lösen. Soweit, so gut. Dann wären wir so durch den grundsätzlichen Ding durch, denke ich mal, oder? Ah, and more. Genau. Kurze Frage in die Runde, soll ich eher Richtung Advanced YAML-Konfiguration gehen? Das ist dann so mit Alias, Anchors, das ist dann, wie man Variablen hernehmen kann. Oder soll ich mal so ein Plugin kurz zeigen? Plugin, YAML? Plugin. Gut, Plugin. Man geht auf die Woodpecker-Seite und hier gibt es oben Plugins. Da klickt man drauf und dann hat man so eine Übersicht. Das sind praktisch die offiziellen Plugins von Woodpecker. Man kann aber genauso, wie gesagt, das ist ein Fork von Grown in dem Fall, die Plugins sind kompatibel. Grown CI, haben wir da irgendwie Plugins. Und ja, egal ob man das AWS hochpushen möchte, irgendwie Nextcloud, Ansible deployen, Code Coverage,
E-Mail oder Kuckuck, also es gibt sehr viel. Und was diese Plugins machen, das sind nichts anderes wie Steps, die schon vordefiniert haben, welche Commands ausgeführt werden. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von BuildX. Das Ding macht, wie der Name schon heißt, Docker-Container, wenn man da ein Docker-Ding hat. Und dann muss man nachschauen, was die Plugins jeweils für Settings verstehen, und die kann man dann eintragen. Genau, das hier ist zum Beispiel dann so eine Config. Wir bauen hier für x86, für 32-Bit, 64-Bit, dann für ARM und dann für PowerPC, RISC-V. Ein Image und pushen das in dem Fall anscheinend auf Codeback hoch und nehmen hier ein Build-In-Variable, die dann das Repo definiert, und dann haben wir dann das. Genau. Haben wir irgendwo ein leichtes, kleines Plugin, das man testen könnte? Weil ich will jetzt nicht, dass er da vorbei. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind jetzt eigentlich durch. Jetzt. Okay. Okay, anscheinend ist die Zeit etwas knapp. Deswegen werde ich jetzt die Demo der Plugins jetzt nicht mehr hier vorführen. Aber im Endeffekt, man macht das Ganze genauso wieder so, dass man sagt, hier statt einem Step macht man einfach, ja, hier mal ein Step, macht man hier wieder einfach dann ein Plugin-Step. Kann arbitrary Name haben, also kann auch Kartoffel heißen, 2. Und der einzige Unterschied wie Woodpecker zwischen normalen Kommandos und Plugins unterscheidet, liegt darin, dass Plugins keine Command-Feld haben. Das heißt, ich gebe hier Image, zap, gebe ein, was haben wir hier? Sub. Und dann, jetzt ist ein normaler Step, der in dieser Umgebung ausgeführt wird. Jetzt ist ein Plugin. Genau. Und Settings, und dann kann man da dem Konfiguration mitgeben nach Bedarf. So. Ja. Secrets habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber die im Endeffekt APC ist eine Konfiguration. From Secret. Was S oder was Secrets? Ja. Und hier machen wir dann APC, und das APC ist dann ein Keyword. Das wird dann quasi hier drin stehen, bloß aus dem Secret Store. Und das Secret definiere ich als Admin, also Repo-Admin, wenn ich hier reingehe, konfiguriere, Secrets, dann kann ich hier sagen, ich habe das ganze Secret ABC genannt, kann hier dann mein Value eingeben. Und da ich die Sicherheit will, bitte nur für Plugins. Und bitte auch nur für Push. Das heißt dann, wenn jemand einen Pull-Request macht, dann läuft das Ding gar nicht. Es wird gar nicht inserted. Das. Dann kann man es auch nicht extracten. Das sind so, um das Ganze zu sichern. Genau, das sind Secrets. Kurze Erwähnung, periodisch kann man das Ganze auch anwenden, falls jemand, keine Ahnung, Mitternacht immer seinen Blogpost veröffentlichen will. Also, keine Grenzen gesetzt. Kreativität. Damit beende ich jetzt dieses kurze Roundup. Ich empfehle noch kurz, wer wirklich was Interessantes sehen will, also eine Config, die ein bisschen größer ist, um da einfach ein paar Beispiele zu haben. Wenn man auf die Docs geht, gibt es die sogenannten Awesome-Dinger, und hier sieht man dann, ja, Collection of Pipelines, zap. Und da gibt es dann für verschiedenste Projekte, egal was jetzt Hugo KiCad ist, Beispiele. Oder auch einfach die Woodpecker eigene CI selber. Woodpecker baut sich selber. Wäre schon blöd. Und die ist hier drin unter Woodpecker, und da verwenden wir zum Beispiel einen Security Scan, auch ein Plugin. Und das sind dann diese sogenannten Advanced-Dinger. Hier verwenden wir noch Variablen. So.
Ende. Fragen? 2 Minuten oder so? 3. Fragen? Du hast das ja jetzt in Kombination mit Gitti präsentiert. Nehmen wir an, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich würde insbesondere interessieren, gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht deutlich weniger komplex ist, die man vielleicht von der Kommandozeile aus bedienen kann oder so? Im Endeffekt, also die Frage war, ob man einen SourceForge von der die in der Kommandozeile läuft, auch damit verbinden kann. Aktuell wüsste ich nicht, dass es sowas wie eine SourceForge für die Command-Line gibt. Man kann die Frage ein bisschen anders umformulieren ist, man kann die ganzen Tasks oder die Pipelines, die jetzt halt hier über den Server quasi getriggert wurden und an den Agent weitergereicht wird, zu Testzwecken auch lokal auf dem Entwickler-PC selber laufen lassen. Dazu gibt es die sogenannte Woodpecker CLI, also entweder als Docker-Container oder halt, wenn man es sich halt irgendwo runterlädt, bestenfalls auf der offiziellen Webseite auf GitHub gibt es dann Releases, aber ich kompiliere mal das ganze Konzept, habe es selbst kompiliert, also gehe ich mal kurz rein zu dem Hello. Hier haben wir unser wunderschönes Woodpecker-Ding drin, also mache ich jetzt halt mal hier, zopp. Git own Woodpecker, das CLI-Tool und lass es linden. Ah ja, okay. Das Linting-Tool für die Pipeline sagt, hier ist ein invalid config, das liegt hier an dem Exclude, das ich noch in das JSON-Schema mit einfliegen muss. Aber im Endeffekt, man kann die Woodpecker-Pipeline auch linden und dann kann man halt statt lint execute, und hier sieht man Ping, Pong, das Ding braucht keinen Server, das Ding braucht keinen Agent, es läuft lokal via CLI. War das die Frage? Beantwortet das die Frage? Also rein Standalone funktioniert es nicht, es braucht immer so einen Gegenpart und aktuell die Gegenparte sind Gitti, GitLab, GitHub, Bitbucket Cloud. Also wenn ich weiß, bei Git auch einen normalen Git-Server einfach... Also sowas wie Seagit, oder was meinst du? Ich dachte jetzt oder? Einfach an Git, also Git selber hat ja... Also einfach nur Git als solches, lokal. Ja. Also um das kurz noch zu erwähnen, ein Zuschauer will sowas wie Gitti, GitLab oder GitHub, bloß halt weniger fancy, weniger GUI, einfach sehr basic. Ich weiß aktuell nur von SourceHut, das sehr basic ist, aber selbst das hat eine Web-Oberfläche. Und bei Bedarf, wenn sich jemand hinkniet, solange diese SourceForge Webhooks wegsendet, und Events hat und eine API, die man ansprechen kann von Woodpecker aus, kann man dieses Forge integrieren in Woodpecker. Das muss halt jemand machen. Also, ja. Genau. Sonst noch eine Frage und ansonsten nochmal zum Schluss. Gut, ich glaube, damit schließen wir den Talk. Ich hoffe, man hat etwas gelernt. Ich entschuldige mich für mein Bayerisch. Ich habe hoffentlich Auftrag für den Nachschneider. Untertitel, bitte.